Premieren Radio Taiwan International Taiwan heute zuerst wieder Fabian auf Achse. Nachdem Fabian Rodey und Florian Göbel in der letzten Woche bereits bis ans Ende der Taroko-Schlucht in Zentral-Taiwan auf ein Bergchateau auf 2200 Meter Höhe vorgedrungen waren, mussten sie am Folgetag noch die 220 Kilometer lange Rückfahrt nach Taipeh bewältigen. Vom GPS im Stich gelassen schlugen sie sich nun mit einer extra Tankration im Helmfach bis zu den Vorbezirken von Taipeh durch. Dabei gestaltete sich die Fahrt fast genauso schön wie die Durchquerung der berühmten Taroko-Schlucht. Denn auch Taiwans touristisch vielleicht etwas weniger bekannten Regionen haben einiges zu bieten. Fabian Rodey und Florian Göbel sausten zuerst von den Bergen hinab an Pfirsichplantagen ins Tal und dann wieder hinauf auf die Bergspitzen, vorbei an taiwanischen Urwäldern und an beeindruckenden Bauwerken wie dem Ronghua Staudamm. Nach 10 Stunden Fahrzeit war Taipeh erreicht. Ein Erlebnisbericht nun von Fabian Rodey und Florian Göbel. Die total verrückte Rollertour zur Ostküste. In den Hauptrollen Fabian Rodey und Florian Göbel. Oh Mann, Florian, oh, ich höre Straßenlärm, ich höre Stadt, es riecht nach Taipeh und ich bin jetzt echt froh, weil ich bin total fertig. Wie geht's dir? Ja, ich habe den Helm gerade abgenommen, du, da ist eine Menge Schweiß drunter angesammelt, aber wirklich, heute Morgen um 8 Uhr sind wir los, jetzt ist, ich guck mal, 18 Uhr, 10 Stunden waren wir unterwegs. Wir sind von den Bergen wieder in die Stadt gekommen. Also, nochmal ganz kurz als Zusammenfassung, was haben wir an diesem Wochenende Spektakuläres unternommen und warum sind wir jetzt so total gerädert im wahrsten Sinne des Wortes? Ja, wir haben uns eine Extremtour vorgenommen. Eigentlich hatte ich es mir gar nicht so anstrengend vorgestellt, weil man ja doch immer seine HPS unter der Haube hat und dann mit dem Roller da fahren kann. Aber es war wirklich anstrengend. Serpentinen, Bergstraßen, aber auch schöne Highlights wie natürliche Quellen oder schöne heiße Quellen im Hotel. Wir haben viel, viel erlebt. Es war eine Abwechslung zwischen Erholung, zwischen Anstrengung. Oder was findest du? Florian, du gehst mal ganz schnell zum Motorroller und schaust auf den Tacho. Und ich erzähle einfach mal, was wir so für Stationen abgeklappert haben. Ja, weil wir wollen ja wissen, wie viele Kilometer es geworden sind. Kannst du mal schnell schauen, damit wir das den Hörern auch weitergeben können? Ja. Florian, guckst du, wie viel? Ja, ja. Es müssten 530 sein, nur 530 Kilometer haben wir jetzt hier das Wochenende runtergejuckelt. Okay, also liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir haben uns aufgemacht, ja, also von Taipeh aus an die Ostküste. Ilan war die erste Station, beziehungsweise Jiaoxi, ein kleiner Ort vor Ilan. Dort hatten wir eigentlich das beste Hotel der ganzen Reise, also vom Komfort her, ja. War allerdings ganz normal an der Straße gelegen, also von daher von der Örtlichkeit jetzt nichts Besonderes. Dann ging es weiter, eine lange Etappe bis zur Taroko-Schlucht. Da muss man über den Highway an der Küste lang. Das war recht beschwerlich, hatten wir auch ein paar kleinere Zwischenfälle, aber alles gut geschafft. Zwischendrin waren wir noch in dem Fischerrädchen Zuau und haben da zum Mittag gegessen und auf die lokale Fischvielfalt gekostet, nicht vergessen. Wenn du mich jetzt daran erinnerst, du weißt, wir sind jetzt hier 10 Stunden gerollert und du erinnerst mich an diesen frischen Fisch, ja. Das war wirklich lecker und vor allen Dingen, wir haben da wirklich nicht viel bezahlt, das ist ja das Tolle, ja. Taroko-Schlucht abgeklappert bis rauf auf 2400 Meter, dort im Bergchalet geschlafen und das war, glaube ich, auch die Station unserer letzten Aufzeichnung, nämlich gestern Abend. Ich sag mal so, also wir haben uns vom super heiße Quellenhotel dann doch eher so zum Großschlafraum entwickelt, also aber das war eigentlich kein Problem. Allerdings, was ein Problem war, das war so ein bisschen unsere Routenplanung und da fühle ich mich jetzt persönlich für verantwortlich. Florian, schilder mal so ungefähr, wie wir uns diese 530 Kilometer in den Tagesetappen aufgeteilt hatten. Ja, wir hatten ja am Anfang, haben wir die quasi noch alles nach Plan die Route gemacht, in den Ort nördlich von Ilan, Xiaoxi, hattest du ja schon angesprochen. Das war alles super. Dann die längere Etappe mit Zwischenstopp und dann in die Taroko-Schlucht rein, da eine Nacht übernachtet. Das war alles so, wie es geplant war. Aber dann hat uns die Abenteuerlust gepackt am zweiten Tag und wir sind einfach querfeldein sozusagen, kann man es schon wohl nennen, gefahren, einfach mal einen kleinen Bergweg
wo normalerweise nur Wanderer unterwegs sind, in dem sind wir gefolgt, bis zum Ende hoch, wo uns dann Bauern gesagt haben, ja, es geht hier eigentlich nicht mehr weiter. Und dann mussten wir wirklich umdrehen. Und dieser kleine Spaß hat uns circa 3 Stunden von unserer Reisezeit gekostet, uns aber eigentlich keinen einzigen Kilometer nach vorne gebracht. Und ja, die Zeit, die mussten wir dann eben heute wieder aufholen. Deswegen auch dieser Schlussspurt von 10 Stunden auf dem Roller heute. Und ich meine, das kann man jetzt mal so sagen, also wir waren bis zum Ende der Tarocco-Schlucht gestern Abend, da bei unserem Bergchalet auf 2400 Meter, da hatten wir ungefähr so 300 Kilometer abgerissen, ein bisschen mehr, und dann war jetzt also eine Endetappe von so um die 200 Kilometer nochmal zu fahren, und ich habe mir das auf der Karte angeguckt, ja, also man kam dann schon näher an Taipei ran, ich hatte das vorher halt so ein bisschen geplant, da dachte ich, okay, es wird ein bisschen bergig, aber spätestens dann so 100 Kilometer vor Taipei, da ist die Bergstraße dann eigentlich gegessen, ja. Das heißt also, man kann es ein bisschen lockerer angehen, die Straßen werden größer, man kann vielleicht auch ein bisschen mehr Gas geben. Und ich meine, sag mal so, die Roller, die fahren alle bis knapp 100 km/h, also wenn die Straße frei ist und es gute Verhältnisse sind, dann kann man theoretisch 80 Kilometer in der Stunde schaffen. Also so habe ich mir das jetzt ausgerechnet. De facto ging die Bergstraße aber ungefähr bis wohin? Ja, es war dann nicht ganz so einfach zu fahren, wie wir dann festgestellt hatten. Es ging dann, wir sind dann am Fuße des Berges angekommen, haben gedacht, jetzt haben wir es geschafft, dann mal 5 Kilometer gerade Strecke und dann ging es wieder hoch. Und dann ging es in sozusagen Serpentin mit Höchstgeschwindigkeit 40 war angeschrieben. Wir haben dann ab und zu mal ein bisschen auf Gas gedrückt, aber viel mehr als 60 war da auch nicht drin. Und ja, die Bergstraßen, die gingen eigentlich beinahe bis kurz vor Taipei in dem Ort Fuxing, wo wir dann Mittagsrast gemacht hatten. Mittagsrast ist gut, da war es dann schon 3 Uhr, also da kamst du eigentlich schon so vor, als könnte man für den Tag Schluss machen, ja, weil da warten wir dann ja schon einige Stunden auf dem Bock. Aber fangen wir nochmal ganz kurz an, also wir waren im Zentralgebirge nahe des Hörhornberges, davon hatten wir auch schon mal in einer Sendung berichtet, das sind also da schon massive von 3500 Metern um uns herum gewesen, also sehr, sehr hohe Berge und dementsprechend die Straßen halt auch absolut alpin. Allerdings, ich muss sagen, da waren recht gute Straßenverhältnisse, aber wir sind dann durch eine Art Anbaugebiet für Früchte gefahren in der Nähe des Ortes Lishan. Und da muss man sagen, da sieht man doch so ein bisschen den menschlichen Einfluss auf die Berge, weil da war also, sag ich mal, doch relativ viel von der Straße irgendwie von Geröll überdeckt und ja, die Flüsse gingen den Berg runter. Wie war da so das Fahrgefühl, Florian? Ja, ob das jetzt der Einfluss vom Menschen war oder doch einfach gezeigt hat, dass die Natur sich doch nicht durch den Menschen so einfach bändigen lässt, das muss man vielleicht mal ein Fragezeichen dahinter stellen. Aber es war wirklich teilweise sehr, sehr schwer und anstrengend zu fahren und teilweise lagen da auch Geröllsteine auf der Straße, wo man sich denkt, wenn da ein Auto drunter wäre, dann wäre von dem Auto nicht mehr viel übrig gewesen oder auch nur ganz kleine Stückchen, wo man dann bei jeder Kurvenfahrt wirklich Acht geben muss, dass einem da nicht der Grip unter den Reifen verloren geht. Slalomfahrten, dann ständig wieder Baustellen, wo dann der Asphalt komplett weggefräst war, dass man dann ein Stückchen durch den Schlamm fahren musste. Mit tiefen Pfützen drin ist, regnet ständig. Und was mich ja auch besonders beeindruckt hat, war dieser Temperaturunterschied, wenn man dann auf den 2000 Metern hohen Bergen unterwegs ist und dann oben in der Sonne quasi fährt und sich dann Richtung Tal bewegt und dann auf einmal in einer Wolke ist und dann doch wirklich ein Temperaturunterschied von circa 10 Grad zu spüren ist, wo man sich oben noch im T-Shirt dann angezogen hat, da muss man dann stehen bleiben und seine Wintermontur wieder anziehen. Die Hände fangen an zu frieren, man sieht nichts mehr, es ist der dichteste Nebel in dieser Wolke. Also wirklich, es war eine Tour der Extreme. Da hast du vollkommen richtig gesagt, vor allem, was mich am meisten begeistert hat, dass wir wirklich Luftlinie nur so hundert, ein paar zerquetschte Kilometer von Taipei, dieser Großstadt, entfernt waren, ja. Und ich kenne das nur aus Berlin, da ist um uns herum in Berlin nur plattes Land, also da muss man wirklich ein ganzes Stück fahren, ehe man, sage ich mal, landschaftliche Extreme oder wirklich einen großen Unterschied feststellen kann. Und 100 Kilometer von Taipei da Richtung Ostküste, also da geht's wirklich los, dass man eben die steilen Hänge an der Küste hat mit Stränden und dann innerhalb von wenigen Kilometern Hochgebirge. Also das ist wirklich ganz beeindruckend. Ja, also wir sind dann sozusagen von unserem Bergchalet nach Lishan gefahren. Das waren 35 Kilometer, die haben wir wirklich gut geschafft, obwohl die Strecke damit am beschwerlichsten war. Da haben wir dann erstmal ein kräftiges Bauernfrühstück zu uns genommen, ne? Also ich glaube, da sind einige Hamburger, das ist irgendwie, glaube ich, dein Rekord mit 3 Hamburgern und 4 Schokotoast irgendwie geknackt, Florian. Du warst gut dabei, allerdings, das hat uns dann auch später auf der Fahrt gleich mal zu einigen Pausen genötigt, weil klar, also wenn man da die ganze Zeit auf dem Bock sitzt, da muss man sich auch immer mal irgendwie wieder erholen. Ja, was haben wir noch so für landschaftliche Schönheiten auf der Strecke gesehen? Was ist dir besonders aufgefallen?
Ja, landschaftlich ist wirklich viel geboten überhaupt auf der Insel Taiwan mit ja auch mehreren Klimazonen. Und wir sind wirklich zwischen beinahe gemäßigten Wäldern in Urwälder gereist mit Lianen und dann ist man dann wieder in der Gegend, wo es dann Palmen gibt, ja. Oder was mich immer wieder fasziniert und wo ich immer wieder gerne bin, das sind auch Bambushaine. Diese Gewächse, die bei uns so klein sind und so mühselig hochgezogen werden und hier stehen die einfach Meter hoch am Straßenrand, das ist wirklich herrlich. Oder auch Farne sieht man sehr, sehr viele. Auch das ist eine Sache, da wissen die Botaniker wieder mehr drüber Bescheid. Da muss man sich in Deutschland wirklich viel, viel Mühe geben und vielleicht auch mit Dünger nachhelfen. Hier steht es einfach in der Natur rum und würde wahrscheinlich als Unkraut bezeichnet werden. Das sind so wirklich die schönsten Sachen, die man so auf dem Trip erlebt, weil man lernt doch die Natur wirklich auf eine andere Art und Weise kennen. Es ist sicherlich anders als mit dem Fahrrad, weil man durch den Roller selbst auch viel Lärm verbreitet und von daher nicht wirklich die ruhige Natur kennenlernt, aber es ist wieder anders als mit dem Auto, wo man natürlich seinen Stahlkasten um sich herum hat. Wir haben Gerüche wahrgenommen, der Wind hat uns die Tränen in die Augen getrieben und wir konnten auch immer mal wieder schnell und flexibel stehen bleiben und dann einfach mal die Aussicht genießen, den Rücken wieder ein bisschen zurechtbiegen, es knacken lassen und ja, zwischendrin mal ein kleines Picknick, ein bisschen was gesnackt. Also wir sind da an Ecken vorbeigekommen, ich sag mal so, die findet man eher nicht unbedingt jetzt in den großen Tourismusführern von Taiwan. Das war aber eine wunderbare Bergstraße und was mich immer wieder beeindruckt hat, ist einfach, ja, also es ging steil herunter, die Hänge, man hat einen Fluss gesehen. Es war halt nicht so schön, in Anführungsstrichen, wie in dieser sehr bekannten Taroko-Schlucht, die wir ja zuerst durchfahren haben. Aber ich sag mal so, wenn solche Landschaften jetzt vielleicht an einem anderen Ort wären, dann würde man trotzdem wahrscheinlich noch gerne hinfahren und das sich anschauen, nur weil eben in Taiwan 50 Kilometer entfernt die Taroko-Schlucht ist, die ganz bekannte, ist dann nun dieses Tal, durch das wir dann später gefahren sind, nicht unbedingt so bekannt, aber es war eben trotzdem wirklich beeindruckend. Wir haben zum Beispiel einen riesigen Staudamm gesehen, den Rongha-Staudamm, also den kannte ich vorher so noch gar nicht. Da war auch die Straße dort ein bisschen abgesperrt, wir mussten da ein bisschen langsamer fahren und ich meine nur allein so über die Leitplanke schauen, da ist dann schon recht schwindelig geworden, weil das war so ein Höhenunterschied von, weiß ich nicht, 300, 400 Metern und eben das Größte davon war die Staumauer, also das war wirklich sehr beeindruckend. Ja, da geht's wirklich steil bergab. Wenn du meinst, es waren 300 Meter, ich bin da immer ein bisschen schlecht beim Einschätzen, aber auch dieses schöne, ruhige, blaue Wasser, wo man dann ja irgendwie doch die Kraft merkt, die da in diesen Turbinen vorhanden ist und mit der die Energie hergestellt wird, es wirkt alles, das ist auch irgendwie diese Faszination der Berge hier in Taiwan, es wirkt alles sehr, sehr ruhig, aber man sieht dann an einigen Ecken und Stellen, wenn Bewegung drin ist, dann ist wirklich viel, viel Kraft dahinter und dieser Staudamm, der hat auch auf mich so gewirkt, vor allem auch aus der Perspektive von oben darauf geschaut. Das war wirklich sehr, sehr faszinierend, ja. Wir sind dann also von den Bergen runtergekommen beim Ort Fuxing, der ungefähr noch 30 Kilometer vom äußeren Stadtrand von Taipei entfernt ist. Da war es immer noch ein ganz bisschen bergig. Guck mal, Florian, das Glück ist uns hold geblieben, ja, also es fängt jetzt an, hier auch in Taipei zu regnen, ja, also wir hatten die ganze Zeit eigentlich gutes Wetter, aber so auf unserer letzten und beschwerlichsten Tour, nämlich den letzten Tag, da war doch so ein bisschen der Wurm drin, also da war sehr wechselhaftes Wetter und jetzt kaum in Taipei angekommen, da fängt es an zu regnen. Ja, also Fuxing, der Ort, das war eigentlich auch ganz nett, da wollten wir eigentlich nur eine kleine Rast machen, mal auftanken, ja, man muss natürlich mit dem Roller so alle 80 bis 100 Kilometer doch auf den Tank gucken und ranfahren, denn im bergigen Gebiet, da kann es dann durchaus auch schon sein, dass eben mal 50 Kilometer lang keine Tankstelle kommt. Und in Fuxing, da sind wir dann noch Zeuge einer lustigen Prozession geworden, ne? Ja, wirklich war es, war aufregend, wir hatten den Lärm gehört vom Tempel aus der Nähe, wir konnten den Lärm am Anfang nicht orten und auf einmal kommt dann so ein Trupp, schätze ich mal 25 Leute waren das mit auch ein bisschen Kostüm, Musikinstrumenten, die dann da über die Hauptstraße laufen und einfach den kompletten Verkehr halten. Da, ich erinnere mich noch an die S-Klasse, die da wirklich dahinter stand und der Fahrer, dem war bewusst, er kann da nichts machen, ja, das ist jetzt die Prozession und da muss er einfach langsam machen. Und dann sind wir auch in den Tempel gegangen, wo gerade die Proben für wahrscheinlich eine Abendaufführung war von Peking Oper. Also das war auf jeden Fall ein ganz, ich finde, fast typisches Erlebnis für Taiwan, weil selbst in einem kleinen Ort, den man jetzt irgendwie nicht groß kennt, wo man nicht viel erwartet, kann einem manchmal ganz Überraschendes begegnen, wie eben solche Tempelaufführung, genauso wie wir dann da eben dann was Leckeres gegessen haben und ruckzuck schon wieder weiterfahren konnten. Also das gestaltet sich immer wirklich sehr stressfrei hier in Taiwan. Ich erinnere mich an ein Erlebnis, da haben wir wirklich auf der ganzen Strecke überhaupt kein Restaurant, überhaupt nichts gefunden und waren wirklich hungrig.
Da sind wir rangefahren, das war zwar so eine Art, sage ich mal, Essensstopp, ich will es jetzt nicht als Restaurant bezeichnen, aber da eben das Wetter zu der Zeit recht schlecht war am Berg, war da eigentlich schon Pause. Also da hatten sich die beiden, der Herr und die Dame, die das betreiben, eigentlich eher wahrscheinlich so auf ihren eigenen gemütlichen Abend vorbereitet. Und wir hielten dann drei Ausländer da wahrscheinlich auch nicht so häufig. Die haben aber eigentlich nicht groß gefragt, nicht groß geguckt, haben gleich gefragt, ja, was brauchte, was wollte. Die Dame hat uns dann drei heftige Portionen gebratenen Reis angebraten und in die Pfanne geworfen. Außerdem hat uns dann der Herr hier, der Chef vom Laden, noch schnell was auf den Grill geworfen, die Würstchen und ein paar Hähnchenteile. Also ganz stressfrei und jetzt nicht irgendwie so, wie man das manchmal kennt aus Europa, wo dann genau da, wenn man es am nötigsten braucht, der Ruhetag ist. Oder aber eben die Kneipe um 5 Uhr nachmittags dann eben schon die Pforten dicht macht. Also da haben wir wirklich ein Glück gehabt. Ja, es wurde überhaupt nicht geknurrt. Die Leute haben sich richtig gefreut und am Anfang war noch ein bisschen Berührungsangst da, aber man hat dann einfach landestypisch angelächelt und sich so langsam angenähert und am Ende wollten uns gar nicht mehr wegfahren lassen. Das heißt, obwohl wir mit unseren Rollern deutlich angereist sind, wurde uns der hochprozentige typische taiwanische Alkohol angeboten und der Grill wurde gar nicht mehr ausgemacht. Das heißt, es wurden immer noch Bullen dazugelegt und auch weitere Stückchen Hühnchen gebraten, obwohl wir mehrmals gesagt haben, wir sind wirklich satt, es hat hervorragend geschmeckt, aber die Nachbarschaft wurde dann auch noch eingeladen. Es wurde beinahe ein Familientreffen, möchte man fast sagen. Also wären wir da nicht so eine Einöde gewesen, ich würde mal sagen, wir hätten da noch einen lustigen Abend gehabt, ja, vor allen Dingen hochprozentigen. Das ist uns jetzt leider entgangen, aber natürlich, da muss man dann mit dem Roller konsequent sein, wahrscheinlich noch konsequenter als mit dem Auto, weil eben auf den Bergstraßen ein Fehler kann da eben wirklich der letzte sein. Ja, Florian, also jetzt wirklich fix und fertig. Ja, ich gucke mir hier meinen Roller an. Ich denke, der muss noch mal kurz in die Waschstraße, dass er sich hier auf den Straßen von Taipei wieder vorzeigen lässt. Also ich denke, wir machen hier jetzt mal Schluss. Da vorne kenne ich eine kleine Waschstraße. Da wird der Roller für ungefähr 5 Euro mit der Hand gewaschen. Das können wir uns einfach mal, oder? Ja, am besten, wenn wir uns da vielleicht noch mit runterstellen, oder? Weil ich sag mal so, von dem ganzen Lasterdiesel und alles, was wir da geschluckt haben auf der Fahrt, also ich glaube, ich brauche jetzt auch erstmal eine schöne, warme Dusche, weil das Wetter ist hier doch immer noch so ein bisschen Feuchtigkeit, obwohl wir wahrscheinlich hier mit 15 bis 18 Grad doch schon etwas höhere Temperaturen haben als in Europa. Das war unsere Rollertour, Fabian am Mikrofon und Florian war auch dabei. Nun sind Sie wieder zurück in Taipei, Fabian Rodey und Florian Gübel, aber ich bin sicher, dass Sie bald wieder aufbrechen werden zu neuen Abenteuern und dann werden auch Sie wieder dabei sein, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie hören Radio Taiwan International, Taiwan heute. Und nach so einem Ausflug hat man natürlich sehr viel Hunger und heute stellt Ihnen Uta Rindfleisch ein Rezept vor mit einem etwas makaberen Namen. Es ist eine Pastete Tainan-Art mit dem Namen.